Herzlich willkommen zurück zu einer Let's Play Need for Speed. Weiterhin mit meiner Wichtigkeit Labor. So. Wir versuchen jetzt, das nächste Nachtrennen zu machen. Langsam kommen natürlich hier die Cops, aber egal. Irgendwann müssen wir uns ja mit denen auseinandersetzen. Da sind die aggressiv, die Pisser. Soll ich die denn abhängen? Jetzt komm schon, schick mir ein bisschen Verstärkung. Momentan sind keine freien Einheiten verfügbar. Ihr werdet euch nicht zu irgendetwas einfallen lassen können. Entkommen. Oh, leck mich fett, Leute. Junge. Schaffe ich denn jetzt noch das Rennen zu fahren? Ich probiere es. Verdammt, ihr habt den Wagen entwischen lassen. Wundert euch nicht, wenn ihr das morgen früh in eurem Social Media Feed seht. Alles klar. Aber früher hätten wir so lange weitergemacht, bis unsere Wagen explodiert wären. Da kommen die Nächsten auf mich zu. So, jetzt schaffen wir es aber. Ich will jetzt das Rennen hier starten. So. Entkommen. Einmal einen Stinkefinger zeigen. Kann ja nur ein Scherz sein. Ich will ja ein Rennen fahren. Und hier nicht ständig ab hinter den Cops her. Zweiten und tschüss. Ich hoffe einmal, dass... Oh, hallo, LKW. Perfekt in den Drift reingegangen an der richtigen Stelle.
Oh, Checkpoint verpennt. Neu starten. Hätte ich außen herumfahren müssen. Scheiße, scheiße. Ich wollte abkürzen. Nee, kann doch nicht sein, du. Böser, böser Junge, du. Du, du, du. Nochmal, kein Problem. Oh, nochmal. Diesmal kein LKW. Das ist jedes Mal anders. Das ist echt gut. Na, diesmal außen herumgedriftet. Diesmal dürfen wir nicht den Fehler machen. Außen herumfahren. No. Oh, jetzt bin ich wieder falsch gefahren. Oh, ey. Geht nicht. An alle Einheiten. Wir haben die. Pass da draußen auf dich auf. Die Cops machen jetzt offenbar ernst. Was für ein dämlicher Checkpoint. Mal genau. Ah, das Rennen müssen wir gleich nochmal fahren. Können wir auch nicht nochmal starten, nein. Sind wir immer von den Cops weg. Scheiße, mein Wagen ist einfach nicht schnell genug. Ich muss diese Verfolgung euch an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich unser Zielfahrzeug gefunden habe. Ich sehe wieder die. Ich habe den User gefunden! Alter, dieser Chat da rechts. Was ist denn das? Mach doch mal zu. Danke. Schnall dich lieber an. Boah, die machen mein Auto total kaputt. Oh. Verhaftet. Erstmal in den See. Aber so richtig. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich diesen Checkpoint, das habe ich nicht richtig gesehen, dass ich da irgendwie so abkürzen sollte, um da durchzufahren. Ja, ich will auf jeden Fall dieses Rennen nochmal fahren. Stufenaufstieg, neuer Wagen. Wir haben freigeschaltet einen Nissan Silvia Spec Air Aero 02. Okay. Oh Mann, das war echt harte Arbeit. Ja, wir haben jetzt ganz viele neue Sachen auf jeden Fall freigeschaltet. Fahre durch die Tankstellen, um deinen Wagen vollständig zu reparieren, aber sehe dich vor. Während du sie am Tag zu oft nutzt, kannst du
Steht hier pro Nacht nur 3 Reparaturen bevor. What the fuck, Alter, ich hätte da durchfahren können. Speed Traps. Übertriff im Speed Trap die Zielgeschwindigkeit, um Sterne zu erhalten. Erzielst du alle Speed Traps 3 Sterne, schaltest du einzigartige McLaren 600 LT frei. Weitere Informationen findest du unter dem Codex-Bereich. Okay, danke. Ja gut. Jetzt gucken wir mal, was wir hier noch upgraden können. Mal Sport. Würde uns wieder ein bisschen mehr Leistung bringen. Machen wir natürlich. Blub. Was gibt's denn hier? Hm. 11. Wir haben irgendwas noch freigeschaltet, aber gut. Ja, hätte ich auch gerne. 10.000. Auch mal ein bisschen mehr Leistung. Das letzte werden wir uns nicht leisten können. Kostet 15k. Objekte zu teuer. Dann kann man hier Motor wechseln. Was bedeutet denn 4 Liter V8, 2,9 Liter V6, okay, 4 Liter 6-Zylinder Boxer, 3,8 Liter V6 Motor, 4 Liter V8, 6-Zylinder Boxer, okay, und 2 Liter Schmiede Reifenzylinder mit 596 PS. Okay, alles klar, verstehe ich. Alles klar. Okay, was haben wir hier noch? Haben wir hier noch was drin, was mir ich nicht kenne? Den haben wir uns ja gekauft. Da sieht er rot aus, ne? Das ist echt geil. Gefällt mir alles schon. Also da oben kann man jetzt Charakter, hier kann ich Anpassungen machen und Charakter wählen und hier kann ich tagsüber mir nämlich Tag eines Adventes kann ich mir die Tagesaufgaben so angucken. Okay, okay, okay. Tag oder Nacht? Eigentlich will ich Nacht machen. Wir können erst Tag machen. Ne? So, gehen wir zu Tag und dann gucken wir mal. Gab es ja jetzt wieder ein paar Updates. Karosserie oder sowas mache ich jetzt erstmal nicht, weil ich finde, das ist jetzt Bullshit. So, er hat uns auch ein paar Aufgaben. Können wir die jetzt eigentlich schon machen? Way Story, okay. Ich bin der Meinung, wir haben ein Tagrennen. Das machen wir und dann gehen wir in die Nacht. Und versuchen dann das dämliche Rennen, was ich hier. Nein, lass das mal. Sieht man denn das, was ich da abgeschlossen habe? Nein, man kann das nicht sehen, welcher Platz ich da geworden bin in der Nacht. Hm. Hier hätte ich dann auf jeden Fall eins. Ja, ich würde sagen, wir fahren dann dahin. Alles klar. Dex! Hey, eins meiner Trainingsrennen steht an, falls du also Lust hast. Klar, schick mir die Details. Mach ich sofort. Wir sehen uns dann in Downtown. Okay. Okay, der heißt Dex. Dex. Was, Dex? Geht da nicht, wer das ist. Wer ist denn das? Was, Dex? Egal, wir machen jetzt erstmal das. Das ist ein Spaß.
So, fahren wir erstmal das. Ich sage auch wieder vielen Dank. Bis morgen. Tschüss.